Moin, hier ist Björn aus Ostfriesland. Ich melde mich heute, Mittwochmorgen. Ich habe noch einen Tag Urlaub, habe das Haus voll mit Besuch immer noch. Allerdings bin ich der Erste oder der Einzige, der im Augenblick hier noch wach ist und sitze jetzt also hier und genieße eine morgendliche Pfeife. Das Wetter ist gar nicht so schlecht. Bisschen bewölkt, ab und zu kommt die Sonne durch. Aber warum sitze ich heute hier? Gestern war ja der erste Tag nach den Feiertagen, der wieder normal war. Ich habe eine Kiste bekommen und zwar voll mit amerikanischen Proben. Die Transatlantic Sample Box ist bei mir angekommen mit den amerikanischen Proben. Hat mich total gefreut. Konnte ich gestern Nachmittag gleich anfangen, ein bisschen was zu probieren. Da ist ja nun einiges drin. Manche Proben sind auch recht klein, wo ich gedacht habe, na gut, da gehst du mal lieber nicht ran. Die kann vielleicht auch jemand anders nochmal probieren. Einige Tabake kennt man schon. Also habe ich mir, wie viel eigentlich? Naja, so irgendwie 5 Stück, glaube ich, rausgesucht. Die habe ich von gestern Nachmittag an so nach und nach mal probiert und wollte euch dazu was erzählen. Ich habe als erstes probiert, weil ich da schon seit langem mal Lust drauf hatte, von McClelland, Throckmorton's Cellar. Von den McClelland Throckmorton Tabaken kenne ich noch keinen. Ich hatte ja letztens mal diesen kleinen Ausflug in die Latakia-Richtung gemacht, weil ich von Grandpa Cavendish diesen Rose of Latakia bekommen habe, der mir tatsächlich ganz gut geschmeckt hat, obwohl ich sonst eigentlich nicht ein Latakia-Freund bin, großartig. Und dachte, ach komm, das wird ein ganz netter Versuch. Hier ist übrigens ein Holzstück drin. Ich weiß nicht, ob das so wie bei dem, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Also auf jeden Fall, ob es auch einer von diesen Tabaken ist, wo die ein Stück vom Holzfass oder was mit reinpacken oder keine Ahnung, warum da ein Holzstück drin ist. Den habe ich probiert. Okay, ist zu Latakia-lastig für mich. Ich habe ihn geraucht, war in Ordnung, hat dieses typisch samtweiche Latakia-Feeling, raucht sich gut, klar, McClelland irgendwo gut konditioniert, aber war nicht so ganz meins. Als zweites habe ich probiert John Patton's Stormfront. Ist ein Tabak, da hat man auch schon das eine oder andere im Internet drüber gelesen oder gehört. Matches hat da mal ein Video drüber gemacht. Das ist ein Burley, wo Zigarrenblätter mit drin sind. Dachte ich auch, okay, das probieren wir mal aus. Burley klingt gut. Zigarrenblätter, da war ich mir nicht ganz sicher. Und es ist auch hier, ja, meine Meinung eben, ist so, der mit den Zigarrenblättern komme ich nicht klar. Das ist mir zu zigarrenartig und obwohl es Nachmittag war und jetzt nicht gerade auf nüchternen Magen oder so. Also so, dieser Tabak, der schlägt mir voll auf den Magen. Dieses sehr unangenehme Gefühl so im Magen. War also auch nicht so mein Thema. Ganz interessant. Dann habe ich probiert einen Aromaten. Lane Limited 1Q. Ist eine ganz normale Mischung, die mit Vanille aromatisiert ist. War in Ordnung, typischer Vanilletabak so ein bisschen, aber auch nichts, was einem jetzt groß vom Hocker reißen würde. War interessant mal auszuprobieren. Er ging übrigens, finde ich, vielleicht habe ich auch wieder zu hastig geraucht, ging naja so ab der Hälfte, ab dem letzten Drittel mal wieder so dieses typische, dass das Aroma ein bisschen weggeht und er dann so anfängt so ein bisschen vielleicht sogar bissig zu werden. Naja, okay, jetzt haben wir was. Also sowas habe ich noch nie gehabt. Das ist richtig, richtig extrem gewesen. Garris and Hoggard Grasmere Flake. So ein Lakeland, nennt man die, glaube ich, Lakeland Tabak. Also einer von diesen floralen Tabaken, die so ein bisschen in die seifige Richtung gehen. Und dieser Tabak, dieser Flake, der riecht so intensiv nach Blumen, nach Geranien und diesen Sachen, wenn man da schon dran riecht. Also ist
tatsächlich so, als wenn man an einem Klostein riecht. Ich hatte ja schon ein paar Mal Tabak aus dieser Richtung probiert, aber der setzt wirklich allem die Krone auf. Und dieser Tabak ist, auch wenn man ihn raucht, unglaublich. Also unglaublich heftig, wirklich sehr heftig in diese seifige Richtung. Und tja, also das würde ich mir jetzt nicht kaufen. War mal interessant, einen von einen, der so intensiv in diese Richtung geht, mal zu probieren. Ich bin mal gespannt, ob der nächste vielleicht auch mal rangeht. Das ist also tatsächlich mal ein Erlebnis. Und übrigens, dieses florale Aroma bleibt auch die ganze Pfeife über. Also ich habe gestern Abend ganz tapfer die Pfeife komplett runtergeraucht damit. War schon ein Erlebnis. Hat bei allen Anwesenden aber auch nicht unbedingt vom Raumaroma her Begeisterungsstürme ausgelöst. Aber gut, war halt mal Spaß. Ja, so viel zu diesen. Und jetzt im Augenblick rauche ich noch in der Pfeife. Das hatte ich mir so überlegt, wäre für dieses Video und eben auch für diese Tageszeit der richtige. Und zwar McClelland Boston 1776. Ist ein richtig schöner, brauche nicht großartig zeigen, ne? Also ein ganz reiner Virginia Flake, verschiedene Virginia Sorten, ohne Aroma. Ein ehrlicher, ziemlich dick geschnitten, lässt sich aber, ich hobel ihn ja immer auf und form den zu so einer Kugel, lässt sich dann gut einbringen, ein paar Mal anzünden und dann brennt er und ist, wenn man jetzt hier so morgens sitzt, ein netter Tabak. Der gefällt mir, McClelland, ein reiner Virginia, Boston 1776. Ja, das sind die paar Tabake, die ich mir eben aus dieser Samplebox, Transatlantic Samplebox rausgesucht habe zum Probieren. Die anderen werde ich gar nicht großartig sagen, was da drin ist. Dann bleibt in irgendeiner Art und Weise die Spannung erhalten. Mal gucken. Ich weiß übrigens gar nicht genau, wie es jetzt funktioniert, an wen ich es jetzt weiterschicke. Da muss ich wahrscheinlich dem Andreas nochmal eine PN schicken. Ja, und dann geht's weiter und dann wird der nächste hoffentlich vielleicht auch einen Tabak vorstellen, der eben noch nicht in die Kamera gehalten wurde. Ich werde in die Kiste noch einen zusätzlichen Tabak reinpacken. Jetzt nicht die Dose, dafür ist sie mir zu schade. Ich bitte da um Verständnis. Aber ich packe ein bisschen was von dem Cornell & Thiel Gentleman Caller rein. Ist ja ein Tabak, der, glaube ich, hier bei uns so in der Community auch noch nicht so häufig geraucht wurde oder irgendwo in die Kamera gehalten wurde und vorgestellt wurde. Ja, wer da mal Lust hat, ich werde ein Tütchen fertig machen und lege es damit rein. Dann haben wir gleich noch einen neuen. Tja, das war mein Ausflug oder das war mein Erlebnis mit der Samplebox. Ich bin gespannt, wo es als nächstes hingeht. Ich wünsche allen noch eine schöne Woche. Morgen ist Donnerstag, da muss ich wieder arbeiten, aber den Tag heute werden wir wohl noch irgendwie genießen und hoffentlich bleibt das Wetter so. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Hi there, it's me, Björn, from East Frisia. Wednesday morning, I still have some friends at my house, but they're still sleeping, so I've got enough time and smoke a pipe. And I smoke one of the tobaccos from the Transatlantic sample box, which I received yesterday. Quite a few samples. Can't test them all. Some of them I already know. Some samples are very small. Well, so I picked 4 or 5 samples and tried them. And I wanted to tell you what I tested. First, I tested McClelland's Throckmorton Cellar. I never smoked one of the Throckmorton tobaccos before, so I was pretty interested in it. Even though it's a Latakia tobacco, I'm not really into Latakia. The only Latakia so far I liked was a Rose of Latakia. This tobacco in Grandpa Cavendish sent me, so I was interested if this one would fit to me too, but it didn't. It's too much Latakia. I,
I did not really enjoy it. It smokes nice, smokes smooth, very rich flavor, very rich smoke, but well, a little bit too Latakia for me. So, but it was nice to test it. So, well, somebody else can test it or smoke it. The next one I tested was John Patton's Stormfront. The burley tobacco with some cigar leaf in it. I was looking forward to this one. I watched Matches video before I tested it, so no, I was informed, okay, cigar leaf, let's give it a try. I can't deal with cigar leaf, I have to admit. It hit me right in the stomach, and well, maybe some people like this, but it's too strong for me. Especially the cigar leaf, I don't like that taste very much, and hit me really hard in the stomach. Well, but nice experience, I guess. The third tobacco I tested was Lane Unlimited 1Q, an aromatic blend with some, well, I guess there is Black Cavendish in it, and vanilla. Can't say much about it, just a regular aromatic vanilla style tobacco. Nothing special, I guess some sort of an all-day smoke for somebody who likes vanilla. Okay, and the fourth one I tested, well, and this was really interesting, Garrison Hoggard's Grasmere Flake, a really, really heavy Lakeland flake. This is really heavy stuff. If you are looking for a real soapy, real flowery tobacco, this is the way to go. This is really, well, I don't want to say insane, but it goes quite a bit in this direction. Really heavy. Smells so heavily, flowers, and has that really soapy smell to it. And the smoke is the same, really. And it lasts the whole bowl. I guess I won't buy this tobacco, but it was very interesting to smoke it, give it a try. Really heavy. If somebody wants to go in this direction, this is well, this is the one to go, I guess. What am I smoking right now? Early morning. This is, I guess, the best choice for this time of the day. McClelland Boston 1776. Pure Virginia flake from McClelland. Typical McClelland flake. I guess the flakes are a bit thick, but you can put it very easily in the bowl, and smokes nice. Typical McClelland Virginia. Very nice all day smoke. Yeah. Those are the tobaccos I tested, and I have to write Andreas a PM to ask who will get the package next, and well, we are looking forward to the next one. I am going to put a sample of my Cornell & Diehl Gentleman Caller into the box. Gentleman Caller is one of those Cornell & Diehl's tobaccos which haven't been smoked in the German community very much, I guess, and so this would be interesting. I won't put the tin into the box because, well, the tin is very nice. I want to keep it for myself, but I'll put a little bag with Cornell & Diehl Gentleman Caller into it. Well, that was my experience with the Transatlantic Sample Box. I wish you all a nice day and rest of the week. Weekend isn't too far away. Have fun, and we'll see you. Okay.